Liebe. Ja, ich freue mich auch schon auf euch. Mhm. Und was? Fettuccini? Okay. Alles klar. Bis später. Oh je, ich weiß doch gar nicht, wie man Fettuccini macht. Ah, ich habe eine Idee. Ich schaue mal im Internet nach. Fettuccini. Hallo Barbie, was machst du denn da? Hallo Nicole, ich schaue im Internet, wie man Fettuccini macht. Ah Barbie, ich kann dir helfen. Ich habe schon ein paar Mal Fettuccini gemacht. Oh wirklich? Das wäre super. Denn wenn ich das hier so im Internet durchlese, ist das ja gar nicht so einfach. Dann lass uns anfangen, Barbie. Und hier habe ich alles, was wir für Fettuccini brauchen. Dieser rote Aufsatz ist für Spaghetti. Aber weil wir Fettuccini machen, müssen wir diesen blauen Aufsatz benutzen. Wir machen die Fettuccini aus gelbem Teig. Den füllen wir jetzt hier rein. Dann kann es auch schon losgehen. Oh, die Fettuccini sehen ja schon lecker aus. Und was machen wir als nächstes? Barbie, und was wollen wir noch zu den Fettuccini machen? Shrimps? Champignons? Oder Hähnchen? Ich denke, Champignons und Shrimps passen gut dazu. Barbie, für die Shrimps brauche ich rosafarbene Knete. Du musst jetzt aufstehen. Okay, Nicole. Seht ihr? Und hiermit machen wir unsere Shrimps. Schaut mal, unsere Shrimps sind fertig. Die kommen jetzt auf unsere Fettuccini. Und ich mache hier mit die Champignons. Schau mal, Nicole, hier ist der erste Champignon. Super, Barbie, das hast du gut gemacht. Hier kommen noch drei Champignons. Sind die Fettuccini jetzt fertig? Fast, Barbie. Aber für den Geschmack kommt jetzt noch Basilikum dazu. Ich habe hier eine Mühle. Damit können wir das machen. Und jetzt kommt das Basilikum auf unsere Fettuccini. So, das müsste genügen. Die sehen ja lecker aus. Oh, das Telefon klingelt. Ja, hallo? Was? Ihr könnt gar nicht kommen? Ich habe doch schon Fettuccini für euch gemacht. Ja, okay. Dann ein anderes Mal. Tschüss. Barbie, was ist denn? Och, meine Freunde haben abgesagt. So kurzfristig. Jetzt war die ganze Arbeit umsonst. Sag doch nicht sowas, Barbie. Wir können die Fettuccini doch gemeinsam essen.
Schmeckt das lecker. Meine Freundinnen wissen gar nicht, was sie da verpassen. Guten Appetit! Und wie magst du die Fettuccine am liebsten? Schreib's uns in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal!